Der Rex-Kanal. Alles klar. Was hat der noch genommen? Ja, es ist der Moment, wenn Ron probiert, einen auf professionellen Vlogger zu machen. Warum habe ich das Gefühl, dass in diesem Vlog so viele Toss-Momente drin sein werden? Oder da wird auf jeden Fall gesoffen. Es wird gesoffen. Es wird wieder auf den Boxautomat geschlagen. Es wird wieder gesoffen. Es wird gesoffen. Ja. Alter, Digga. Ey, der Podcast ist ja noch gar nicht online, um Gottes Willen. Ihr wisst ja noch gar nicht, was da auf euch zukommt. Oh, scheiße, Digga. Ey, Schwanz, Bros und Ladies. Es ist soweit. Ich hau ab, aber nicht ins Ausland, sondern ich bin mal wieder in schön Stuttgart. Ich gehe die Jungs besuchen, mal gucken, was die so treiben. Und ich wollte... Hey, was ist das für eine Audioqualität? Das hört sich an, als wäre der in einem Raum drin. Hä? Ich will euch diesen Trip einfach nicht vorenthalten, deswegen werde ich so einen kleinen Porno-Vlog für euch machen, damit ihr wirklich sehen könnt, was wir vorhaben. Also, morgen zum Beispiel, ja, da mache ich etwas mit Marc Gebauer, ja, und ich kann nur schon mal sagen, es wird sehr scharf. Mit Nico werden wir bestimmt auch nochmal trainieren gehen, weil ich habe gesehen, der ist ja so ein Lauch geworden, muss ich ihm auch nochmal auf die Sprünge helfen. Ich habe auch ein paar Spritzen dabei. Tim Gabel muss unbedingt nochmal einen Check-up mit meiner Lendenwirbelsäule machen, weil... Also als ich da war, ging es wirklich, also sieht man diese Welle wieder? Als ich bei ihm war, da war es halt wirklich so, ich war wie 3 Monate wie neu geboren, ja. Also als er mich da wirklich an der Lendenwirbelsäule angefasst hat und sowas, das war einfach wie, ich war wie ein neuer Mensch. Ich möchte mal ganz kurz eine Sache sagen. Wir sehen hier Ronald McDonald, okay? Und ich muss ehrlich sagen, Leute, Ron ist ja eigentlich ursprünglich Fitness-YouTuber gewesen, okay? Und mittlerweile ist Ron einfach, sein Gesicht ist so aufgedunsen, er hat so aggressiv zugenommen, dass Ron mittlerweile kein Fitness-YouTuber mehr ist, sondern Ron ist mittlerweile Alkohol-YouTuber. Geworden. Auf jeden Fall, ich möchte das wieder haben, deswegen werden wir auch gucken, was Tim Gabel macht. Und auch Sascha Hellinger, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Wir werden gucken, was der so treibt, wie es bei ihm mit der Frauenwelt ausschaut, weil ich sehe ihn auch nur noch am Rumbumsen wirklich in den Insta-Stories. Wir werden sehen, wir warten gerade auf den Chauffeurdienst und wenn wir am Flughafen sind, werde ich mich nochmal melden. So, wir sind angekommen, Flughafen BER. Ich finde den auch wirklich relativ schön. Ja, Tegel habe ich gehasst, aber wir fliegen jetzt gleich los nach Stuttgart. Vorher, wie gesagt, suchen wir uns eine schöne Lounge raus, wo wir uns so ein bisschen den Arsch platzieren können und so Eisgekühlte trinken können. Und wenn wir dann erstmal in Stuttgart angekommen sind, dann hoffe ich, ja, dass ich da noch irgendwie, ich glaube, wir landen so um 22.30 Uhr, wieder irgendwie noch so zu später Stunde. Das würde mich interessieren, ein Restaurant finden, wo man auch gediegen essen kann. So. Ja, wo er ankommt. Ah, hier auch noch in so einem Ron-Vlog so auf geile Effekte gemacht. Ich schwöre, ich weiß noch, als er angekommen ist, er wollte richtig lustig die Treppe hochrennen und er ist fast gebrettert, Digga. Sorry. Wir sind hier. Gut, du hast die Handzeichen nachgelassen. Das ist jetzt schon recht. Freut mich wirklich. Hallo, Amanda. Ey, siehst du das hier? Diese Welle, die ging mal besser. Bruder, fass mal bitte kurz meinen Rücken. Hier. Ey, ihr müsst euch halt überlegen, okay? Ron, das ist kein Spaß. Ron ist wirklich in dem Moment angekommen. Auf dem Balkon saßen, keine Ahnung, 10 Leute oder so. Wir haben uns alle unterhalten draußen. Ron kommt wirklich, ohne dass er irgendjemanden dort kennt, kommt raus, ja, aber auch Amanda dabei, kommt er raus, stellt sich in die Mitte von allen und sagt, hier, fühl mal meine Lendenwirbelsäule, Digga. Fühl mal meine Lendenwirbelsäule. Ihn juckt es halt einfach überhaupt nicht, ne? Ey, das liebe ich einfach an Ron, Digga. Wenn du Ron mit dabei hast, hast du den perfekten Icebreaker, Digga. Das ist so nice. Oh, du bist nicht nur auf Alkohol gerade. Was hat der noch genommen? Nein, merkst du das gerade? Wie? Guck, weißt du mal, damals ist der Winter. Das ist Corona einfach mal so. Entschuldigung. Nee, er hat komplett kein Schamgefühl, Keule. So ist es. Pass mal nochmal an. Bruder, die ist geschmeidig as fuck. Merk. Oh, hat jemand für was? Wieder ist alles leer. Was ist das? Ey, so sieht eine Schlagmaschine aus. Gut, dass es sich daran hält. Halt, bleib im Stern. Ja, leg doch mal einen Schluck.
Was ist denn das, Digga? Komm, nimm mal einen. Oh, das ist Gin. Nimm mal einen kräftigen Schluck. Und dann erst und dann nicht. Nee, ich mal. Ich will doch gar, ich muss doch fahren. Ich brauch Bier. Ich brauch ein eisgekühltes Bier. Eisgekühltes Bier? Eisgekühlt. Können wir dir natürlich gerne anbieten. Ich hab keinen gefunden. Ah, hier. Radler. Okay, wir müssen runter, aber dann ist es leider nicht eisgekühlt, weil wir haben kein Eis. Wir haben Nico, also es gibt wirklich. Ich muss mich ganz kurz sortieren. Ich erzähle dir mal was vom Leben, ja? Ich war schon überall unterwegs, ja? Und es war manchmal cool, manchmal nicht so cool. Aber auch wenn es nicht so cool war und auch wenn es cool war, ist einfach das Wichtigste, ja? Worauf wirklich jeder Acht legen sollte. So ein schönes Bier, ja? Das muss eisgekühlt sein. Er holt so lange aus, okay? Ey, was geht? Tan Schäfer, warum kommt bei dir das H nach dem N? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Tan Schäfer, guck mal, pass mal auf, Digga. Ron hat einfach gerade wirklich so eine halbe Minute ausgeholt, um zu erzählen, dass so ein Bier nicht eisgekühlt sein muss und nicht warm sein darf. Und das, darum macht er einfach so eine riesen Story. Es ist bei Ron auch ultra oft so gewesen. Du hast mit Ron kurz so einen ernsten Gesprächsansatz, denkst, da kommt jetzt gleich tatsächlich auch was Sinnvolles raus. Tan Schäfer. Und dann merkst du einfach, nein, da wird kein ernstes Gespräch draus, sondern der Typ driftet wirklich wieder in diese Richtung von den Eisgekühlten und den Tornados ab. Und das ist einfach dem sein Lebenskonzept. Weil ansonsten hast du verloren. Und du willst doch kein Verlierer sein, oder? Du willst doch ein Gewinner sein. Ja, das will ich schon ganz gerne. Aber ich passe mich heute an, deswegen gehen wir das warm. Okay, alles klar. Gehen wir durch jetzt. So, wir sind jetzt hier bei... Ja, hallo. Hallöchen. Wir sind jetzt hier im Büro. Ich hab die Jungs verloren, aber wir sind hier im Büro von Nico und von Tim Gabel. Und wir sind jetzt gleich mal... Hallo? 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 Achso, da drin sind die Leute. Ey, wir drehen jetzt einen Podcast ab, ja? Ja? Aber Nico ist dabei. Nico kann gerne dabei sein, aber ich habe ein Problem, weil dieses Corona-Ding hier ist leer. Was machen wir jetzt? Da ist A noch ein Bier und wir haben unten noch 40 Bier oder so. Ach, warte. Ja, so genau so bin ich auch. Hier war irgendwo ein Bier. 40 Bier? Wir haben unten noch richtig viel Bier. Alter, kann ich hier einziehen? Ja, warte, komm, wir gehen kurz runter und holen das, komm. Ja, lass das mal auffüllen. Alter, Mo, danke dir für 25 verschwendete Monate, mein Lieber. Kennst du den Begriff durchstrebend? Durchstrebend? Mhm. Was bedeutet das ganz genau? So war's. Das war durchstrebend. Ah, ja! Warte, wir müssen noch Corona-Richtlinien beachten. Wo ist denn dein Desinfektionsmittel hier im Büro? Das wird einfach alles mitgeschnitten. Bevor wir das Bier holen, müssen wir ganz kurz eine Sache machen. Okay. Ey, das, ich schwör, wenn man in mein Büro reingeht, okay, in den Raum hier, und man nicht weiß, dass hier eine normale Pflanze steht, könnte man wirklich auch denken, ich bin hier einfach am Grown, Digga. Ich schwör, es sieht einfach so krass aus. Mach mal hier ein bisschen wahr, ich boxe jetzt da so dagegen, Digga, ich geb dir mir zwei Uppercut. Seite Geldverdiener, ich hab 2015 mal 100 Okay, warte mal. Sieht man was? Kann wir Licht ein bisschen noch? Warte. Jetzt hast du Licht und zwar genau jetzt. Bro, du bist steif angelaufen, du musst die Lenden besorgen. Ja, warte, ich hab doch noch. Alter, so komm, bad. Komm, so bad. Mach mal du ein. 811 ist schon ein bisschen lächerlich. Willst du mal schlafen? Mir sehen? Ich mal. Bist du Linkshänder? Mach doch mal. Das ist kein Problem. Rechts. Komm. Ja, okay, aber du hast auch 8 Meter Anlauf genommen. Oh, nicht mal 900. Eieieiei. Okay. Ei. Mach weiter, du brauchst noch ein paar. Noch einmal! Einfach voll daneben geschlagen. Okay, jetzt nochmal. Der Typ ist so peinlich. Guck mal, ich sag's dir ganz ehrlich, Leute. Es gibt bei Ron, wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, es gibt bei Ron kein Zwischending. Entweder du liebst diesen Typen, weil du ihn einfach lustig findest, oder du hasst diesen Typen, weil du ihn einfach nur cringe findest. Nochmal! Alter, 17er, 18er kommt los. Boom! Okay, ich brauch das Bier. Ich werd nüchtern, deswegen bin ich so schwach. Okay.
das ist ein gutes Fun-Element. Hätte ich mal eine ganz kurze Frage auch an euch, Chat, wenn ich das jetzt hier gerade so sehe. Wie findet ihr diesen, dieses Oberteil hier, so auf einer Skala von 1 bis 10? Wie würdet ihr das bewerten? Ja, wir haben da jetzt auch nur ein halbes Jahr Arbeit reingesteckt. Das kann dann schon mal eine 0 sein, Chat. Ja, das ist ein absolutes Omega-Null, I guess. Alles klar. Ja. Ich bin so schwach. Okay. Das ist ein gutes Fun-Element hier drin, ne? Geiles Gerät. Wie viel Platz wir hier haben, ist doch geil, oder? Weil ihr habt hier ein bisschen umgebaut, oder? Wir haben hier alles umgebaut. Nee, wir haben nicht umgebaut drin. Vegane Pflanzen. Vegane Pflanzen. Okay. Also das sind die Investments, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben. Ja. Wir hoffen, dass sich das natürlich preistechnisch ein bisschen vermehrt und erhöht. Wo kann ich investieren? Wo muss das Geld hinkommen? Du kennst die Plattform, auf der man investieren kann, bei der Deutschen Bank. Also an alle von euch, ich gebe jetzt mal ganz kurz so eine Art Leak, okay? Es wird auf jeden Fall dieser Sweater kommen und es wird auf jeden Fall auch diese Kette hier kommen, die ich auch gerade anhab, weil danach haben mich auch einige auf Insta gefragt, Kette wird auf jeden Fall kommen. Aber ich sage euch eine Sache, diese Kette wird sehr, sehr teuer werden. Die wird sehr, sehr teuer werden und da werden auch manche sagen, oh, ist mir viel zu teuer. Das Ding ist aber, ich wollte, dass die Kette so aussieht, wie sie aussieht, weil die ist nämlich aus purem Silber, okay? Deswegen wird die etwas teurer. Schon mal sorry dafür. Volksbank? Ja, volksbank.de. Ja, jedenfalls, da gibt es ein Depot und das heißt dann Nikolas Weinkeller. Aber warte mal, das ist doch ohne Alkohol. Ihr müsst diese Box liquidieren. Weil so lange die hier in diesem Raum herrscht, ja. Guck mal, die dominiert hier auch ein bisschen. Also, nee, ich weiß noch nicht genau wie teuer, aber auf jeden Fall über 100 Euro. Hier wirklich, jetzt können wir einmal ganz kurz bitte. Stellt euch mal vor, ich bin jetzt Banker, ja. Komm hier so rein und ich will investieren und ich sehe so diese scheiß Box hier, ja. Mit diesem Elefant. Warte ganz kurz, wer hat hier gerade geschrieben? Geht doch. Warte. Sportsfreund 1607 ist rein. Und die 100 Euro plus für die Kette sind für ihn kein Problem. Okay. Ja. Wie wollen wir denn reich werden? Das ist doch hier wirklich schon, das geht doch in Richtung Geringverdiener. Deswegen nehme ich das einfach mit und wir hauen es jetzt in den Busch rein, okay? Okay? Das ist doch okay. Weiliger, lass den Busch raus. Okay. Ich nehme die mit, ja? Okay. Und dann machen wir, da hat es noch ein Sixer Corona. Das nimmst du doch mit? Ja, nehme ich mit. Ja. Willst du? Ja, das ist Olivenöl. Ja, Bro, die 40 Bier waren ein bisschen over the top. Gut, dann haben wir schon wieder was im Thema Investieren gelernt. Gut, dann weiß ich Bescheid. Danke, Ron. Gerne. Wir haben das jetzt weg, ja? Okay. Ja, gerne. Ich freue mich drauf. Nee, auf jeden Fall danke nochmal Ron, dass er meine kompletten Büroräumlichkeiten hier geleakt hat. Wir sind hier angekommen und wir sind auf die geniale Idee gekommen, ja? Und Nico, ich muss dir einmal dafür kurz... Digga, du machst das ganze Ding kaputt. Wie komme ich hier durch? Achso, kurz die Hand schütteln für diese unfassbar... geniale Idee, mit Tim Gabel jetzt noch einen Podcast zu drehen. Tim, bist du vorbereitet? Also ich will euch kurz eine Information geben, okay? Das Ding ist noch nicht draußen, aber es kommt ein Podcast. Also guck mal, erstmal, Tim und ich waren so, Bro, wann machen wir eigentlich mal einen Podcast? Lass damit warten, bis irgendwas mega Besonderes passiert oder so und lass dann mal so einen richtig geilen Podcast machen, wir beide im Talk, okay? Ich habe gedacht, wir machen das einfach erstmal in noch ein paar Jahren oder so. Jetzt kurze, spontane Aktion, Ron ist da, juckt, Fragezeichen. Meloni, guck mal, es juckt halt einfach niemanden, aber irgendwas muss ich ja hier erzählen, weil alle, ehrlich gesagt, juckt ja eigentlich hier niemanden irgendwas. Jedenfalls muss ich sagen, dann kam also die spontane Idee, mit Ron gemeinsam einen Podcast zu machen. Und dann haben wir uns einfach um 2 Uhr nachts oder sowas dahingesetzt und haben zu dritt einen Podcast gedreht, wo wirklich wieder nur Scheiße gelabert wurde. Auf den Podcast freue ich mich ganz besonders. Ich bin vorbereitet. Das ist der dritte. Ja? Weißt du, welche Fragen du mir stellst? Ich weiß, jeder einzelne. Hier fehlt aber noch ein Aschenbecher. Kommt der? Ja. Super. Okay, Tim, ich bin wirklich, das sieht ja auch höchst professionell aus. Auch dieses Regal. Liest du gerne Bücher? Kannst du mir was empfehlen? Ich will reich werden. Also so richtig, ich will Multimillionen verdienen, so wie du. Ich sehe dir schon auf 1 Kilometer an, dass du vor 17 Jahren mal Kokser warst. Was war ich? Du warst vor 17 Jahren mal Kokser. Vor 17? Ja. Aber wir haben gerade mal noch nicht mal 2 Uhr. Gibt's hier in Stuttgart irgendwie eine gute Quelle? So? Noch nicht mal. Tim, kannst du was empfehlen? Hast du mal gezogen? Kannst du mir eine Nummer geben? Was für ein Koks? Nee, ich rauch doch nur. Also, krass. Hast du mal ein Kind? Ja,
Ernsthaft? Weißt du, was ich mal gemacht habe? Also, Digga, dass Ron hier das ganze Video schon wieder hochgeladen ist, ist absolut Katastrophe, Digga. Wie meinst du? Also, Ron hat hier wirklich... Der hat nicht geschnitten? Es ist fast nicht geschnitten, ja. Es ist 13 Minuten 32, wie Ron in Stuttgart ankommt. Und erstmal die ersten 10 Minuten sind, wie er nach einem Bier sucht, okay? Und jetzt die letzten 3 Minuten, wie er darüber redet. Keine Ahnung. Wir waren in Tulum und da kam eine voll heiße Frau vorbei, ja, war so richtig heiß. Und ich dachte mir, Digga, das ist mein Tag. Und dann kommt sie mit so einem Rucksack, aber dieser Rucksack sah gut bei ihr aus. Und dann kommt sie so, kniet sich so bei mir hin und ich dachte, jetzt geht's los. Und dann packt sie aber so eine Tupperdose aus und sagt so zu mir, do you wanna cry hash brownie? Hash brownie? Und ich sag so, what is it? Und sowas. What is it? What is it? What is it? Und dann erklärt sie mir so und sie sagt so, yeah, just eat it and then 30 minutes after you eat it, then you get like, wow. So, ey, guck, then you get like, wow. Komm, machen wir, warum nicht? Ich bin nur einmal in Mexiko, weißt du? Oder zweimal. Und dann esse ich das so, erstmal die Hälfte, nach 30 Minuten passiert nichts. Ich esse die andere Hälfte, oh, nach einer Stunde. Oh, ganz schlimm. Nichts. Und auf einmal war ich so stoned, Alter. Ich war so stoned. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe auch einmal Dingens hier Muffins gegessen, oder wie es auch immer heißt, diese Haschmuffins, auf so einem Ausflug in der Schule im Bus, okay? Und davor habe ich, glaube ich, noch nie gekifft. Und dann habe ich diese Dinger gegessen und dann hatte ich plötzlich, und ich habe gar nicht verstanden, was das soll, einen Lachflash. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen, Digga. Ganz, ganz übel ein Lachfleisch geschoben mit den Kollegen im Schulbus. Übelst den Lachfleisch geschoben. Und dann, warum denn Haram? Ich bin noch kein Moslem. Für mich ist es nicht Haram. Dann, Dingens, habe ich noch einen gegessen. Also ich habe genau den gleichen Fehler gemacht wie Ron. Dann bin ich aber ausgestiegen aus dem Bus und dann dachte ich laufe auf Wolken. Das höre ich aber von voll vielen Leuten, die Haschbrownies nehmen, dass sie dann so denken, sie laufen auf Wolken. Und ganz so ganz komisch, so richtig überstoned. Aber mich hat es dann am Ende auch geschickt. War nicht cool. Ich höre immer von Leuten, die auf Keta sind. Auf Keta, okay. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Schick, Alter, das war nicht normal. Der ganze Tag ist gelaufen. Das ist meine Erfahrung genug. Ich gehe das Essen abholen, ja? Ne, da ist direkt unten vor der Tür. Wo ist die Tür? Direkt unten vor der Tür. Unten? Ja. Ich kann das auch eben holen, dann könnt ihr anfangen. Nein, ich mach das schon. Direkt. Aber wo ist nochmal die Tür? Unten, wa? Mhm. Okay, so machen wir das. Ich bin gleich wieder da. Kannst du mein Bier kurz kalt stellen? Bis gleich, Nico, du bist der Beste, wirklich. Ey, immer wenn ich dich sehe, bin ich glücklich. Dankeschön. Dass es dich gibt. Ey, ich war da so müde. Ja, putzen, ne? Ja, genau. Perfekt. Was bekommst du? Was bekommst du? Warte. Riecht richtig gut. Finde ich richtig gut. Ist schon bezahlt? Ach so, ja, super. Nee, weil ich habe immer die Spendierung an dir, mein Lieber. Lass dir gut gehen. So, melde dich. Ist okay, ja, super. Bist du sicher? Lass dir, ja, mach Party heute. Oh. Gib gute Puff hier in Stuttgart. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ja, gib schon. Okay, super, ja. Mach's gut, mein Lieber. Achso, bis bald, danke dir. Ciao, ich danke dir. Du bist der Beste, ja? Nein, korrekt, Digga, korrekt. Ich kastriere dich heute nicht, ich schwöre. Achso, nein. Das hatte ich gar nicht vor. Wann kommt der Podcast? Übernächste Woche. Wieso erst übernächste? Weil wir davor die anderen haben. Kommt erst übernächste Woche, Chat. Eingeschickt? Ja. Couch. Couch. Und deswegen hat die Couch zurückgekostet. Oder? Oder wie teuer war die? Nee, es ist Couch, okay? Ich hab's gerade getestet. Ich hab's geschmeckt. Also welches Material willst du sagen, ist deine Uhr? Seide, oder? Ey, so eklig, Digga. Oh, what? Turin. Boah, Mann, ist nicht so hell. Digga, Ron ist so eklig, Digga. Ja, wo ist eigentlich mein Bier verschwunden? Ron, zieh ruhig deine Schuhe. Was? Wo ist mein Bier eigentlich verschwunden? Zieh doch gerne deine Schuhe auf. Wow, deppity, deppity. Ja, da haben wir mal wieder einen Big Baba Vlog hier von Ron gesehen. Einfach nur noch perfekt, Digga. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Said she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money.